Gibt es Dinge, die dich begeistern? Die dich so richtig in Begeisterung bringen? Ich finde, Begeisterung ist ein sehr interessantes Wort. Da steckt Geist drin. Begeistert zu sein bedeutet eigentlich, dass man einen Geist hat, der in einem etwas bewirkt. Als Christen wissen wir, das Begeisterndste, was es überhaupt gibt, ist, mit dem Heiligen Geist zu leben. Zu erfahren, wie der Heilige Geist uns leitet, uns lenkt und führt. Und das, was uns in der Bibel verheißen ist vom Heiligen Geist, dass das in unserem Leben Realität wird. In dem Sinne sollten wir wirklich begeistert sein. Vom Heiligen Geist begeistert sein. Er sollte in unserem Leben so richtig wirken. Die Bibel sagt, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausfließen. Und zwar ist das der Heilige Geist. Der Heilige Geist fließt aus uns heraus. Und das ist etwas, was wirklich begeisternd ist. Wenn wir merken, dass er uns gebraucht, dass er durch uns wirkt, dass er uns als sein Werkzeug benutzt, um die Dinge Gottes zu tun. Und das möchte Gott durch dich tun. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte dich als sein Werkzeug in die Hand nehmen, um sein Reich zu bauen. Der Heilige Geist begeistert uns für Gott, für Jesus, für den Leib Christi, die Christen um uns herum, die Menschen überhaupt um uns herum. Und ich möchte dir einfach sagen, lass dich begeistern von dem, was der Heilige Geist für dich hat. Menschen, die das nicht haben, die sind entgeistert. Und das Wort entgeistert gebrauchen wir, um auszudrücken, dass jemand ziemlich dämlich guckt. Aber du kannst jemand sein, der vom Heiligen Geist begeistert wird für das, was Gott tun wird. In dem Sinne glaube ich wirklich, Gott hat mehr für dich.